Wichtig ist, man darf sich nur nicht tilten lassen. Das ist das A und das O. Soll ich mir jetzt irgendwas Interessantes? Haben wir irgendwas Cooles? Ich zeige euch, wie krass Morgana ist. Also ich glaube, wenn man hört, dass man sich Madness boosten lässt, das ist noch schlimmer, als wenn man sich in LOL boosten lässt. Hätte ich jetzt einfach mal so gesagt. So, das... Oh, geil, Alter. Habt ihr diesen CS-Kometen gesehen? Das war richtig gut geplant, Leute. Nice. Wir warten erstmal, bis sie den groben Fehler macht und dann punishen wir sie dafür. So zum Beispiel. Na? Zack, hat sie 50% Leben weg. Das ist doch delicious. I think that is delicious. Hä, was? Lucian Gang? Dein Ernst? Tut er mich? Nee. Hä, was? Die haben Lucian Jungle? Okay. So interesting. Hat mir natürlich jetzt sehr viel AP gekostet. Die hätte ich eventuell gebraucht, um sie zu töten. Mit Black Shield können wir sie vielleicht immer noch töten. Aber ein bisschen räudig ist schon. Wir brauchen Level 5 auf jeden Fall. Ein schönes Level 3 Weber. Mann, nicht dein fucking Ernst, Alter. Oh Mann, ey. Mann! Stop this fucking shit! Die könnte man eventuell immer noch töten, eigentlich. Hä, hey, Leute, töten wir die. What? Ich brenne! Ich verblute! Ich gebe Gifte! Okay, ich hab's überlebt. Calculated. Das war aber auch so ein... Das war zum Beispiel ein 30 IQ-Move. Der war so... Never chase Morgana when having this doing this thing. Ja, das ist cool. Wir haben jetzt... Also, ich werde euch jetzt den Burst Morgana Support Mage Item Zerstörungsbild vorstellen. Das heißt, wir werden kein Stundenglas bauen, weil Stundenglas ist ein Item, was auf Morgana als Core angesehen werden kann. Aber ich finde, das Ding ist, macht einfach kein Damage. Und wenn du Items kaufst, die kein Damage machen, dann machst du im Endeffekt kein Damage. Ich werde irgendwann meine Firma C und K nennen. Hört sich auch cool an. Hey, lass mal nach C und K gehen. Cool und krass. Cool und krass. Bam. Und wieder. Eins, zwei, zwei Ticks. Und gepusht. Und eine Q. Und ein Auto. Und ich kriege Level. Okay, interesting, interesting, interesting. Autsch. Ja, hier ist okay. Ja, ich meine, es ist nur fair, dass ich auch Ganks kriege, weil das ist ausgleichende Gerechtigkeit. Lucian hat meinen Flash geforst, also stirbt sie dafür. Ein Tick, zwei Tick, drei, vier. Vier Ticks. Vier Ticks und vier Ticks. I like. I like, I like, I like. Das machen wir jetzt direkt nochmal. Zack. Eins, zwei. Hier noch Q. Eigentlich können wir... Wir warten noch den Flash und töten sie. Allerdings darf ich sie jetzt nicht mehr poken, sonst geht sie gleich back oder so. Na, sonst geht sie gleich back, aber... Die zwei Sekunden müssen wir uns noch im Zaum halten. Oh Mann, dann töte ich dich eben. Das ist ja gut. Mann, ey. Ich wollte doch ein Flash-Engage machen. Ihr braucht nur zum Gegner hingehen, am besten flashen und R drücken. Der Gegner wird gestunt. Ihr drückt auf euer Q und der Gegner stirbt. As simple as that. Das Coole ist halt an Morgana, wenn du sie richtig AP-lastig baust, dass wenn dich so ein Q im Late Game trifft, du einfach von 100 auf 40% runter droppst. Oder mehr. Bam, hier, 52 Damage, eine Level 3 Q. 250 Schaden, Level 3 Q, wie dumm. Das ist Level 3. So viel macht Kassadin die nicht mal mit Level 5 Q. Also Busfahrer Morgana oder sowas ähnliches. Das, da kommt nicht so ein Q auf dich zugeflogen, da kommt ein Zug oder ein Bus einfach, der dich trifft. Ey, am besten so eine Rakete. Wir haben Ultimate. Let's go. Ich habe leider keine Q-Feld mehr dran. Das ist ziemlich dumm. Das ist ziemlich dumm. Das war jetzt ziemlich dumm und bad. Aber wir warten einfach, wir haben... Sie wäre halt schon 100 Mal tot gewesen, ne? Wir haben halt noch 5 Sekunden auf Q. So lange müssen wir hier tanzen. Und jetzt laufen wir entgegen. Wir machen Bücherabend heute. Ja, ihr könnt euch aussuchen. Ich kann euch vorlesen heute Abend aus dem Capitolo Perduto. Das kann ich euch anbieten. Wir hatten auch das Codice del Diavolo. Sehr, sehr scharf. Sehr, sehr scharfes Buch. Mit einem Hauch Erotik. Und dann hätten wir noch zweimal das Tomo del Potenziamento. Das ist auch sehr zu empfehlen. Finde ich not bad. Ist noch kein schlechtes Buch, ne? Kann ich empfehlen. Würde ich immer weiterempfehlen. Jeden und immer ist jimmer. Jimmer weiterempfehlen. So, wir gehen jetzt den All-In-Flash-Engage, Leute. Einmal will ich es euch zeigen. Schild, Flash, Ultimate, Ignite, Auto-Hits, nix. RIP. GG, danke. Danke für nichts. Wenn ihr es besser machen wollt, dann, das ist ganz einfach, flasht ihr direkt neben dem Gegner. Dann kommt er auch mit seinem Flash nicht weg. Oder zum Beispiel bei Ari oder sowas. Einfach. Hä? Okay, das ist jetzt Outfitter einfach.
Also wenn ihr direkt neben den Gegner flasht, dann kann er halt nicht wegflashen. Aber ich hatte halt Angst, weil der Turm so nah war. Das war jetzt sehr geforst, ne? Mal gucken, ob wir snipern können. Americans, eigentlich muss ich nicht, aber... Ja, du läufst mit. Stun, QB. Zack. Und chillen. Chillen und der Gegner stirbt. Das ist halt das Beste, ne? Da gibt es nur ein paar Momente. Ich glaube, der allerbeste Moment... Ihr könnt immer sagen, was sind eure allergeilsten Momente? Der beste Moment, erstmal The Wanderer, ist der beste Moment. Danke dir, The Wanderer. Schön, dass du da bist. Der beste Moment ist, glaube ich, mit Zed. Wenn der Gegner das Mark auf sich drüber hat, den Mark, und man weiß, dass er platzen wird und dann einfach chillst und du gehst schon mal zur Base und so, dann platzt der. Peng. Ein ähnlich guter Moment ist mit Silienbombe. Das funktioniert genauso gut. Silienbombe ist auch wunderschön. Und ich glaube, der dritte und letzte Moment, der mir einfallen würde, wäre vielleicht mit der Tristana-Bombe. Gibt es noch ähnlich gute Momente? So, wir gucken jetzt mal, wie viel unser Q macht, Leute. Wenn wir noch eben einen Stab gekauft haben. 240 AP. Das ist für Minute 16 relativ gut. Und unser Q macht 517 Schaden. Nur als Vergleich, die Fizz-E wird... Die Fizz-E ist schon ziemlich stark. Eigentlich darf man das gar nicht mit der Fizz-E vergleichen, weil die auch schon sehr stark ist. Aber die macht auf jeden Fall... Die würde irgendwas mit 400 wahrscheinlich machen. Ja, wenn die gleich getroffen wird, das ist ein fucking Truck. Sag ich doch. Sollte noch irgendwie so... Tschu-tschu! Peng! Und ein Atompilz. Guten Tag, ich würde gerne beide Kills... Wir drücken einfach mal R. Oh, schade, doch nicht. Und der Truck. Peng! Ha! 450 an den komischen Mann hier. Das ist halt... Du wirst einfach umgesniped. Du explodierst. Ach, fuck you. Oh! Ha! Das ist... Können halt einfach American Sniper einfach raus damit nach dem Motto. Peng! Ja, guckt euch das an! Da, der Bro! Der stirbt gleich! Na, dann noch ein bisschen mehr AP, dann ist es lustig. Hier. Peng! Und du, in Low Elo, also ich würde euch mal gar nicht wirklich empfehlen, in Low Elo kannst du halt immer Leute catchen. 24-7, ne? Oh, Alistair. Und. Feuer! Peng! Sniped. Mitten ins Auge rein, Leute. Zwischen die Augen sogar. Mitten zwischen die Augen. Und... Feuer! Ah, herrlich, Alter. Wir haben Rabadons, Leute. Let's go. Let's go for Rabadons. Wir warten hier. American Sniper. Wie weit geht das? Bin knapp. Let's go. Nice heal, Bro. Oh, wer bist du denn? Cool. Das ist jetzt so ein Armutspult. Vielleicht geht es durch. Hallo, nice. Mein Name ist Roy. Ich meine, Leute zu catchen ist das A und O, gerade in tieferer Elo. Ne? Leute steht immer out of position. Das ist das Geile an Morgana. Du hast mit dem Black Shield das Potenzial, Noobs, also Mates, die sich dumm verhalten und ständig gecatcht werden, zu retten. Du kannst aber auch Leute, die sich richtig krass verhalten, übelst boosten. Ein Tründer mehr oder ein Nasus mit Black Shield, das ist GG. Die freuen sich, die flippen aus. Und die kommen, während die das gegnerische Team pennt haben. Na, 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 na. Das heißt, selbst wenn du mal behind sein solltest, hast du immer noch einen ziemlich geilen CC. Alter, was passiert hier gerade? Ich glaube, oh, das war die absolute Explosion. Ich konnte euch mal so ein bisschen zeigen. Natürlich, klar, die Kassel war ein bisschen geboostet. Und wenn man so fett wird, ist jeder Champion stark. Aber Morgana ist wirklich stark. Sie ist absolut unterschätzt. Ein Hidden OP-Pick, würde ich sagen. Wir machen noch ein geheimes Hextech-Opening mit Mega-Gewinnspiel. Nop. Shyvana, Zoe. Oh, Zoe ist cool, aber Zoe habe ich, glaube ich, schon. Das machen wir auch noch auf. Leider kann ich mir keinen Schlüssel leisten. Ein bisschen unglücklich, aber na gut. Singed, Garen. Und, oh, ein Schlüssel auch noch. Guck mal, Leute. Mega-Gewinnspiel. Mega-Opening hier. Nice. Und open. Ein Keks? Euer Ernst? Ein fucking Keks? Ja, okay. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank für nichts.